Die Universitätsklinik für Allgemeinchirurgie im St. Joseph Hospital Bochum gehört international zu den führenden Adressen, speziell für Bauchspeicheldrüsen und Krebserkrankungen. Sie sehen mich in der Operationsleitung. Chirurgie ist Handwerk. Aber die Chirurgie entwickelt sich weiter und unsere chirurgische Forschung in der Klinik hat gezeigt, dass wir die Operationen sicher und effektiver machen können und dadurch auch die Prognose entscheidend verbessern können. Neben vielen anderen Behandlungen, wie etwa bei Nabelbrüchen, Schilddrüsen oder proktologischen Erkrankungen, zählt der Kampf gegen den Krebs zu den herausragenden Schwerpunkten der Bochumer Chirurgie. Wir untersuchen verschiedene Tumore der Bauchspeicheldrüse und des Dickdarms, aber auch des Mesotheliums. Früher gab es viele Arbeiter, die Umgang mit Asbest hatten. Die Welle wird in wenigen Jahren noch erwartet werden. Das ist eine sehr aggressive Erkrankung. Hier untersuchen wir hauptsächlich im Petrischalen, also Grundlagenexperiment, verschiedene Substanzen, die einen Effekt auf das Wachstum der Zellen haben könnten. Das gewinnt direkt Anwendbarkeit im Organismus. Wir können es also direkt übertragen und sehen immer eine Kombinationsbehandlung mit der Chirurgie und den Grundlagen oder Substanzen. An der chirurgischen Forschung sind im großen Umfang auch wissenschaftliche Nachwuchskräfte beteiligt. Momentan sind wir 3 naturwissenschaftliche Studenten und 8 medizinische Doktoranden. Die Weiterbildung und Lehre wird hier auch sehr ernst genommen. Und sowohl Naturwissenschaftler als auch Mediziner können hier ihre Abschlussarbeiten schreiben. Neben den chirurgischen Themen beschäftigen wir uns hauptsächlich auch mit onkologischen Themen. Die Themen machen einen großen Teil unserer Arbeit aus. Hier arbeiten wir hauptsächlich mit Pankreaskarzinomzellen, aber auch mit Mesotheliomzellen oder auch Zellen der Haut. Also die Tumorentitäten sind da sehr divers, die wir verwenden. Wir analysieren neue Chemotherapeutika in Kombination mit altbewährten Chemotherapeutika, um diese Therapie zu effektivieren für die Patienten. Diese Weiterentwicklung von Medikamenten zur Verbesserung von Therapien ist hoch anspruchsvoll. Für die Kultivierung verwenden wir auch dreidimensionale Zellstrukturen. Dafür verwenden wir hauptsächlich primäre Zellen, das heißt, die direkt aus Patientengewebe entnommen und dann hier bei uns im Institut kultiviert werden. Diese Zellen sind aufgrund ihrer Eigenschaften und der dreidimensionalen Struktur viel näher an den Eigenschaften des Tumors des Patienten. Und daher können wir bessere Erkenntnisse daraus beziehen, wie die Wirkung der Substanzen auf diesen Tumor innerhalb des Patienten oder innerhalb des Tumors ist. Die Forschungsgruppe erzielte bereits wichtige Ergebnisse. Wir konnten schon zeigen, dass eine neue Substanz, die wir mit unserem Kooperationspartner aus der Schweiz entwickelt haben, zusammen mit einem etablierten Chemotherapeutikum eine unglaublich gute Wirkung, gerade im Pankreaskarzinom hat. Das Team geht in vielen Bereichen neue Wege. So konnte bereits ein innovatives Testverfahren für chirurgische Versiegelungsmaterialien entwickelt werden. Hier im Labor steht der Physiological Incubation Biosimulator, wir nennen den kurz PIPS. Hier untersuchen wir die Versiegelungsmaterialien und die Bauchspeicheldrüsensekrete. Dabei ist es besonders wichtig, dass wir das unter physiologischen Bedingungen tun, also bei Körpertemperatur 37 Grad und einer hohen Feuchtigkeit. Die Enzyme im Bauchspeicheldrüsensaft haben ihre Aggressivität nur, wenn sie auch wirklich unter ihren Normalbedingungen arbeiten können. Deswegen kann man die Tests nicht auf einer normalen Laborbank durchführen, sondern muss das in einem speziellen Klimaschrank machen. Wir verschließen die Membranen mit den Versiegelungsmaterialien und applizieren dann einen Druck, der ungefähr dem im Gang der Bauchspeicheldrüse entspricht und schauen dann, wie lange es dauert, bis das Bauchspeicheldrüsensekret das Versiegelungsmaterial durchdrungen hat. Forschung in der Chirurgie ist hier in vielen Fällen interdisziplinär angelegt. Ärzte unterschiedlicher Fachrichtungen arbeiten eng zusammen. Pankreasresizierende Verfahren führen unvermeidlich zur Änderung des Blutzuckerspiegels. Wir kooperieren eng mit der erfolgreichen Diabetes-Forschungsgruppe unseres Hauses zusammen. Welche Bedeutung das resizierende Verfahren für den Patienten hat in der Zukunft? Es werden momentan hochkomplexe und moderne Insuline eingesetzt und dies nutzen wir zur gemeinsamen Forschung zur Verbesserung der Lebensqualität unserer Patienten. Mit dem neuen Institut für Forschung und Lehre bekennen sich das Katholische Klinikum Bochum und die Ruhr-Universität Bochum zum medizinischen Fortschritt.